Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7. Da sind wir auch schon wieder. Ich habe die Minispiele beendet. Ja, zwischendurch natürlich auch ein bisschen Pause gemacht. Und waren jetzt nur 9 Sterne. Aber ich fand es halt ein bisschen krass tatsächlich. Vorher hatten wir 18 Sterne. Eine große Minispielrunde. Und dass es dann nur 10 Minuten waren, bis wir dann wieder hacken mussten, fand ich sehr krass. Aber das haben die Entwickler ja auch mittlerweile, ist das ja auch geändert. Also die Abstände sind regelmäßiger geworden mit den Minispielen. Und auch die Menge an Minispielen ist, glaube ich, ähnlich geworden. Ne? Das mit der Aufnahme, mit der, naja, ich will jetzt nicht sagen anderen App, ne, das ist ja von Android selbst, funktioniert tatsächlich ganz gut, ne? Ist mir aufgefallen. Ist die Frage, wie es ist, wenn wir halt so in Richtung 20 Minuten gehen, ne? Dann, das ist die andere Sache. Aber hier sind wir ja froh, wenn wir überhaupt an die 20 Minuten kommen, ohne überhaupt hier in Minispiele zu landen. Ja. Was haben wir hier bekommen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Zusatzblöcke oder sowas. Sieht so aus. Okay, wir schauen mal hier rein. Ja. Die Messenger-Daten des Users Marco wurden erfolgreich übertragen. Der Wolf? I'm ready, it's your turn. Let's go, Wolf. Au! One moment, please. Ich hab was. Was? Jetzt aber Deutsch. Laut Ordnungsdaten befindet er sich im Augenblick in Paris. Dann gab's da noch Bilder mit Liebesgedichten. Sonst nix. Boah, das sieht echt creepy aus, ne? Hörst du, Geliebte? Ich schließe die Lider und auch das ist Geräusch bis zu dir. Hörst du, Geliebte, ich hebe sie wieder, aber warum bist du nicht hier? Alter, und diese Bilder dazu. Okay, unbekannt. Oh, oh. Ist dir denn der Steine Kraft gegeben? Ist dein Fleisch etwa von Erz? Oh, das ist doch unsere Leo, oder? Oh nein. Verdammt, was willst du? Rede mit mir. Lass Leon Frieden, du perverse Sau. Ich mach dich kalt. Was willst du? Ich will ihn ja auch nicht gleich verjagen, ne? Also ich will ihn auch nicht sauer machen oder so. Du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr. Ja. Hallo Schatz, hab vorhin die erste Location im Zoo besichtigt. Kann nachher gleich loslegen. Geh eben mal duschen. War gerade im Fitnessbereich des Hotels sehr schick. Ach du Scheiße. Das heißt, er ist gerade bei ihr. Ne, auf dem Bild hat sie ja gerade Fitness gemacht. Oh, pass auf dich auf, Liebling. Fitness, ist das jetzt nicht schädlich? Pass bitte auf dich auf. Aber ja doch. Lass dich nicht von fremden Männern anmachen und überanstrenge dich vor allem nicht. Mm. Ach Schatz, du bist süß. Keine Sorge, ich mach das schon. Du weißt ja, Unkraut vergeht nicht. Mhm. Ja. Tom, er hat sich schon wieder gemeldet. Er ist bei Leo im Hotel. Oh, verdammt. Was? Wer ist es? Hat sie ihn gesehen? Nein, sie weiß von nichts. Aber er hat sie im Fitnessbereich fotografiert, da, wo sie vorhin war. Das ist gar nicht gut. Achso, wir können ihm das Bild noch schicken. Es ist garantiert, Marco. Der ist nämlich zurzeit in Paris. Woher weißt du das denn? Mein Hackerfreund hat seinen Messenger geerntet. Nicht geerntet. Ich geh mal einen Messenger ernten, wa? Das ist mein voller Ernte. Es gibt auch schwülstige Verse und sowas auf seinem Handy. Das passt alles. Oh je. Ist ja echt ein Ding. Dass der irgendwie nicht normal tickt, kann ich ja einsehen. Aber dass er auch ein Mörder sein soll. Bist du sicher, dass der mit den Versen und der mit den Drogen ein und dieselbe Person sind? Ich weiß es nicht, aber dass zwei Irre gleichzeitig hinter Leo her sind, ist doch ziemlich viel Zufall. Schon, ja. Aber nicht ausgeschlossen.
Wir müssten einfach noch mehr über Marco erfahren, was für ein Typ der ist, ob er tatsächlich eine Macke hat, ob er früher schon mal so seltsame Sachen gemacht hat. Also Stalking und so, ob er gewalttätig ist. Hatte er in der Klasse wirklich mit niemandem näher Kontakt? Keine Ahnung, ich habe den nie sonderlich beachtet. Warte, ich könnte Jessie fragen. Du weißt doch noch, Jessica, die mit dem Ping-Tick, die war doch mit Jana so eng befreundet. Mit dem Pink-Tick, nicht dem Ping. Ping! Ach, läuft schon wieder bei mir heute. Ja klar, die hatte sämtliche Klamotten in verschiedenen Pinktönen. Sogar ihr Handy und ihre Kopfhörer. So geht's mir mit Blau. Mich hat die damals immer beeindruckt. Mit der hast du noch Kontakt? Nein, wir sind damals ein paar Mal ins Kino gegangen, mehr nicht. Ja, so geht's mir wirklich mit Blau. Wenn ich was habe, dann muss es mal in Blau sein. Und irgendwann hat man gefühlt alles in Blau und denkt sich, könntest du auch mal eine andere Farbe nehmen? Ja. Und selbst am Wochenende ist er blau. Naja, nicht immer. Nein, wir sind damals ein paar Mal ins Kino gegangen, mehr nicht. Oh, jetzt habe ich Bock auf Feiern. Ich glaube, ich habe noch ihre Nummer irgendwo auf meinem alten Handy. Warte mal kurz. Habe ich die? Oh, ja, anscheinend. Yep, habt ihr ID 112881. Ein paar Mal ins Kino ist doch aber auch schon was. Okay, vielleicht weiß sie ja mehr über Marco. Ich versuche mal mein Glück. Bis später. Das riecht vielleicht nach einem neuen Profil. Huch, fast das Handy fallen lassen. Jessica 192881. Sie hieß Jessica. Geht das nicht so? Das ist die Jessica. Hallöchen. Beziehungsstatus 70, ehemalige Mitschülerin, ganz nett und attraktiv. Vorliebe für extravagantes Outfit, war ein paar Mal mit ihr im Kino, mehr nicht. Ich muss sagen, ich find's cool, wenn Leute einen speziellen Stil haben, ne? Einen speziellen Stil, ich find's cool, wenn Leute einen individuellen Stil haben. Ein bisschen lame finde ich es, wenn Leute nur einen Stil haben, um irgendwie mit dem Strom mitzuschwimmen, weil gerade alle so sind, wisst ihr? So Thema, keine Ahnung, Tattoo-Trend oder sowas. So, boah, jetzt tätowieren sich alle, jetzt muss ich das auch machen, damit ich so wie alle anderen bin und genauso im Trend bin. Oder wie mit diesem Fitness machen und so, ne? Jetzt ganzen Mädels, das ist ja richtig trendy geworden, dass die alle irgendwie ständig ins Fitnessstudio rennen, ne? Das ist, bei manchen finde ich es erschreckend, weil die echt, da denkst du die schon, denn wenn du die siehst, zum Beispiel so bei Dating-Apps oder so, der würde mich gar nicht anlegen wollen, ne? Das ist ja schon irgendwie, ist Geschmackssache, ne? Ist alles Geschmackssache, aber, ich denke mir immer so, gibt's wirklich Männer, die das mögen? Keine Ahnung, ne? Ist mein Gedanke dabei. Mag sein, dass es gibt für alles Geschmäcker, glaube ich. Aber schon krass, ne? Und das machen viele, hat man zumindest das Gefühl, auch nur, um mit diesem Trend mitzugehen. Das ist halt das, was ich so traurig daran finde, ne? Keiner sagt was gegen Tattoos, Piercings, was auch immer, einen eigenen Stil, aber es muss halt zu der Person passen, zu der Einstellung, zu der Art, zum ganzen Charakter muss es passen. Und man muss es halt selbst einfach wollen und nicht wollen, weil man weiß, dass andere das quasi wollen. Dass man so in einer Gesellschaft mehr akzeptiert ist oder sowas, finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm, das trifft auch auf ganz viele Sachen zu. Also nicht nur irgendwie auf Tattoos oder sowas, ne, oder Fitness oder so, da gibt's ja ganz viele Beispiele, ne. Es spricht nie was gegen Leute, die sich fit halten wollen, die sich selbst sagen, ey, ich möchte mich fit halten, ich gehe mal gerne ins Fitnessstudio oder so, oder ich will einfach Muskeln aufbauen, weil ich das selber haben will, ne? Aber man hat halt das Gefühl, dass die das einfach machen, weil es im Trend ist, so, ne? Muss man einfach so sagen. Das wird immer schlimmer, zum Thema, ja, extravagantes Outfit und hier Fitness gerade bei Leo und so. Ne, Leo wirkt schon eher wie eine, wobei der Trend zu der Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, auch noch nicht so heftig war, glaube ich. Leo wirkt schon eher wie eine, die sich einfach fit halten will. Ne? Es ist einfach eine sportliche
Frau, die sich selbst fit hält damit, aber die will jetzt nicht hier fett die ihre Wrestler-Muckis aufbauen, so ungefähr, ne? Das ist immer krass. Und ja, heutzutage ganz, ganz schlimm geworden, was das angeht. Aber da gibt es halt noch viele andere Beispiele, finde ich. Ja, keine Ahnung. Und so mit Outfits, warum nicht? Finde ich cool. Wenn man selbst das mag, alles in Pink und so, und das auch irgendwie passt und auch zur Person passt und man dazu steht, ne? Das macht die Person aus. Und sie macht es ja nicht, ne, weil sie es für andere macht, sondern für sich, weil sie es mag. So, ne? Das ist der große Unterschied bei der ganzen Geschichte. Mein Lieblings-Anime-Shop. Er nimmt noch weiter auf, ne? Otaku-Mode, komm. Okay, da haben wir den einmal gezeigt. Er nimmt immer noch weiter auf. Mal gucken, ob es jetzt anfängt zu haken. Da machen Aufnahmeprogramme gerne mal Schwierigkeiten auf dem Handy, ist mir aufgefallen. Wenn man einfach zwischendurch aus der App rausswitcht, irgendwo anders rein. Shoppingliste, Mädelsabend. 3 Flaschen Champagner, 5 Tafeln Schokolade, 4 Bubble Cream Gesichtsmasken, yeah! 2x Popcorn, 1 Spiel Girls Fever, 6er Set Chameleon Nagellack, der muss dabei sein. Einmal Lidschattenpalette, Ultimate Utopia für selbstgemachte Haarmaske, einmal Honig, einmal Flasche Olivenöl, einmal Eier. Ja. Alles klar. So, das haben wir schon vorgelesen, ne? Ehemalige Mitschülerin. Hallo Jessica, erinnerst dich an mich? Schon lange kein Premium mehr, ne? Wir haben die 10-Minuten-Marke übrigens schon geknackt, finde ich gut, ohne Minigames. Hey, hab dich kaum wiedererkannt, starkes Foto von dir, was machst du so? Wegen Premium wische ich hier übrigens auch immer die Antwort unten, ne? Ja, ich weiß, wenn man mehrere Antwortmöglichkeiten hat, wird eigentlich so ein Pünktchen da oben angezeigt. Aber trotzdem habe ich immer den Drang, trotzdem irgendwie zu gucken, auch wenn es schon länger nicht mehr der Fall war mit Premium. Beruflich leider gerade nichts, bin auf der Suche. Oh naja, wird schon werden. Ich war eine Weile im Ausland, Spanien, USA und so, für so einen Immobilien-Scout. Ist auch so ein Trend geworden, ne? So immer so, gerade Abi fertig oder sowas und zack, halbe Weltreise machen. Einmal in das Land, dann in das Land, dann in das Land. Auch krass. Oder ab in eine fette Großstadt, jetzt muss alles richtig krass werden. Ist auch stärker geworden, ne? Ja. Spricht auch nicht unbedingt was gegen, aber auch da hat man so ein bisschen immer das Gefühl, dass Leute einfach versuchen, dem Gesellschaftsdruck standzuhalten und mitzuziehen. Sag, hast du das von Jana gehört? Ist das nicht grauenvoll? Erstickt! Ich bin immer noch ganz geschockt. Ja, ich auch. Ich auch, Jessi, ich auch. Sie saß doch neben mir und jetzt ist sie tot. Ich kann es immer noch nicht glauben. So schrecklich. Wer tut nur sowas? Muss furchtbar für dich sein. Ihr wart doch dicke Freundinnen. Was? Dick? Muss ein bisschen mehr Fitness machen, ne? Jeden Tag pumpen. Damals, ja, in den letzten Jahren habe ich kaum noch was von ihr gehört. War ja, wie gesagt, auch nicht im Lande. Sag mal, du warst doch immer mit Tom zusammen, nicht? Ihr zwei, wie Pech und Schwefel. Hast du denn mit dem noch Kontakt? Ja, und das finde ich halt immer so schade daran, wenn dann Leute unbedingt ins Ausland oder fett in die Großstädte müssen, ne, dass halt einfach dadurch auch beste Freundschaften unter Umständen, ja, auch nicht unbedingt gewollt natürlich, aber die sind dadurch zu Brüche gegangen, ne? Auch wenn man dann große Töne gespuckt hat und dann mal gesagt hat, hey, nein, wir halten Kontakt und wir sehen uns trotzdem, zwar nicht mehr so oft wie sonst, aber wir werden uns trotzdem noch sehen, ja. Aus eigener Erfahrung kann ich da sagen, ja, das geht vielleicht noch ein paar Wochen, Monate, manchmal auch Jahre gut, aber irgendwann ist finito. Irgendwann ist Schicht im Schacht, man hat dann da neue Leute, man hat da neue Leute, man hat selbst neue Leute, der Freund hat neue Leute, so ungefähr, ja, vorbei. Was echt schade ist, irgendwie. Finde ich schade, aber so ist, ja, man muss es auch sagen, so ist halt teilweise einfach auch der Lauf des Lebens, ne? Irgendwann haut jeder ab, so ungefähr. Ja,
ist jetzt ein bisschen sehr krass, ne? Natürlich. Ist auch nicht natürlich nicht immer so, aber ist häufig so, ne? Wir sind immer noch Freunde. Google schweift schon wieder die ganze Zeit ab hier, ne? Ach schön, und sonst? Bist du in festen Händen? Und wie? Stell dir vor, ich bin mit Leo zusammen. Oh, vielleicht wollte sie das gar nicht hören. Echt jetzt? Mit Leonie? Wow! Wäre ich nicht drauf gekommen, die war doch immer so hochnäsig. Was? Hatte mit der mal heftig Zoff, weiß eigentlich gar nicht mehr warum. Egal, ist auch Schnee von gestern. Wir waren damals ganz schön zickig, glaube ich. Teenies eben. Heute ist man klüger. Sag mal, kannst du dich noch an Marco erinnern? Voll ausgewichen. Das verklemmte Bürschchen hinten in der Ecke? Kanntest du den näher? Nee, der hatte doch mit keinem engeren Kontakt. Kriegt er auch den Mund nicht auf. Typischer Außenseiter, der soll auch Probleme zu Hause gehabt haben, wurde so gemunkelt. Aber genaueres weißt du nicht? Nee, hat mich auch nicht so interessiert. Warum fragst du? Ach, nur so, vielleicht machen wir mal ein Klassentreffen. Das wäre super, tolle Idee. Schön, ich melde mich dann. Mach's gut. Tschüssi. Du auch. Dr. Tiefenbrunner. Ich versuche die Folge übrigens mal so 25 Minuten lang zu machen. Ich gehe bewusst ein bisschen über die 20 jetzt mal, als Test auch. Sonst sind sie ja einfach bei mir auch so 20 Minuten lang ungefähr, ne? Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe inzwischen den vollen Namen von Marco. Schuster heißt er weiter. Er ist übrigens gerade in Paris. Dummerweise ist meine Leo dort auch gerade. Der Schuster. Wo hast denn Ditte jetzt zusammengeschustert? Und jetzt machst du dir natürlich Sorgen. Das verstehe ich gut. Ich kann seine Schülerakte ausfindig machen und nachsehen, ob er diesbezüglich schon einmal auffällig geworden ist. Das wäre eine große Hilfe. Ich glaube auch, mich nochmal an den Marco erinnern zu können. Er war tatsächlich ein ganz unscheinbarer, schüchterner Schüler. Aber wie heißt es so schön? Stille Wasser. Er hat es jedenfalls nicht leicht, der Marco. Alleinerziehende Mutter, Alkoholikerin, soweit ich weiß, Hartz IV. Sehr problematisch das Ganze. Trotzdem war er sehr fleißig. Im Schriftlichen hatte er sehr gute Noten. Mein Eindruck war, er suchte Halt bei Gott. Vielleicht tat er aber auch nur so wegen der Zensuren. Danke, dann bis bald. Boah, voll abgehackt. Bis bald, ich gebe dir Bescheid. Annalena. Ah, das ist unsere Therapeutin, ne? Hallo Annalena, hast du kurz Zeit? Nö. Ja, kurz, schreib gerade Patientenberichte für die Kassen. Da ist deine Ablenkung, ganz nett. Nett wird es nicht, fürchte ich. Hast du von dem Mord an der jungen Frau gehört oder gelesen? Ja, warum? Sie war aus unserer Klasse. Leo weiß davon noch nichts. Sie soll sich nicht aufregen. Sie ist nämlich schwanger. Ach, das freut mich aber. Dann ist es gut so. Keine unnötigen negativen Einflüsse. Schon gar nicht so eine Sache. Das ist ja furchtbar belastend. Ich habe übrigens wieder mit Tom Kontakt. Wirklich? Hast du es geschafft, über deinen Schatten zu springen? Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Danke, war ganz leicht, als ich einmal dabei war. Oh, finde ich auch gut. Siehst du? Wir sind sehr in Sorge, Tom und ich, wegen dieses Mordes. Es könnte vielleicht jemand aus unserer Klasse sein.
kommst du darauf? Hat die Polizei jemanden in Verdacht? Nein, wir haben nur so überlegt. Es gab da einen seltsamen Mitschüler. Außenseiter, verklemmt, kontaktarm. Der schickt Leo übrigens so eigenartige Liebesbriefe unter Pseudonym. Das wissen wir immer noch nicht, ob er das wirklich ist, oder? Was? Heute noch? Ja, sie hat es mir vorhin erzählt. Deshalb würde ich von dir gern wissen, wie du sie jemanden einschätzt. Rein professionell, könnte er ein Mörder sein? Also, wenn er wirklich eine gehemmte, kontaktgestörte Persönlichkeit sein sollte, eher nein. Diese Menschen sind ängstlich und passiv. Sie neigen mehr zu Intrigen, fädeln im Hintergrund eine üble Geschichte ein. Dazu passt aber auch das Botschaftenschicken im Schutz der Anonymität, wie bei Leos Verehrer. Andererseits können Menschen, die äußerlich introvertiert und schüchtern wirken, dennoch ein unkontrollierbares Aggressionspotenzial haben. Das heißt, wenn sich bei ihnen zu viel anstaut und das Fass zum Überlaufen kommt, schlagen sie zu. Und viel schlimmer, als man ihnen zutrauen würde. Was ist mit Gerrit? Der pöbelt mich immer wieder mal an, weil er Kontakt mit Leo will. Es geht um Geld. Ich glaube, das ist so ein typischer Hund, ne? Also so ein Ding mit wie Hunde, die bellen, beißen nicht. Das meine ich damit. Gerrit hat ein klassisches Psychopathenprofil. Er will Macht, Kontrolle, ist rüde, rücksichtslos und ohne jede Empathie. Dabei kann er das hinter einer sehr charmanten Fassade verstecken. So hat er Leo damals betört und in die Ehefalle gelockt. Ja, jemand wie Gerrit könnte vielleicht, wenn es seinen Interessen dient, über Leichen gehen. Danke, Annalena, du hast mir sehr geholfen. Gerne. Aber ihr wollt doch wohl nicht Detektiv spielen, oder? Das überlasst mal lieber der Polizei. Keine Sorge, Annalena. Ist alles nur theoretisch. Na klar. Genau wie das Experiment nur ein Spiel ist. Dann ist ja gut. Grüß Leo ganz lieb von mir. Bis bald. Oh, Paps. Moin, Junge. Hör mal, mein Junge. Ich hab da so eine komische Postkarte bekommen. Die lag ohne Absender im Briefkasten. Auf der Rückseite stand nur eine Zahl. Was für eine Zahl, Papa? Oh oh. Oh oh. Shit. Deswegen das Oh. Und was war vorne auf der Karte? So ein biblisches Bild. Oh mein Gott. Was ist das genau für ein Bild? Das ist wohl nur ein dummer Streich, Papa. Das bedeutet nichts Gutes, Papa. Wir sind ehrlich. Das beunruhigt mich jetzt. Muss es nicht. Ich irre mich sicher. Wie geht es, Mama? Oh, schon besser. Sie hat sich etwas erholt und lässt dich grüßen. Danke, Papa. Gib ihr einen Kuss von mir. Habt ihr das Laborergebnis inzwischen? Nein, noch nicht. Es verzögert sich vor etwas, wurde uns heute Morgen gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Bestimmt ein gutes, Papa. Was Schlimmes sehen die meistens sofort. Ja, wenn du es sagst, bleib cool, Papa. Ich versuch's. Ist nicht so einfach gerade. So, Mona nehmen wir noch mit. Ich würde dich gerne mitnehmen, Mona. Wieso antwortest du nicht? Was gibt's? Hab wenig Zeit. Sorry, Mona, hab ich vergessen. Ja, sorry, tut mir leid. Wieso reagierst du nicht auf meinen sexy Fuß? So im Stress, du Armer? Ich hab allerhand um die Ohren. Was denn? Gibt es Neues in dieser albernen Morddrohungsgeschichte? Ja, gibt es. Und sie ist überhaupt nicht albern. Das kam heute.
Oh, vielleicht kann sie uns aber helfen dabei. Na, wenn das nicht albern ist. Ich glaube, dein großer Unbekannter ist einfach nur ein Spinner. Und du nicht, ne? Aber sehr schön gestaltet hat er das. Der versteht was davon. Könnte ich nicht besser machen. Lol. Muss ich da einen Konkurrenten fürchten? Mona, das ist nicht komisch. Der meint es bitter ernst. Übertreib mal nicht. Apropos übertreiben. Wie hat dir übrigens mein Video gefallen? Etwas zu gewagt? Nein? Gib es zu. Es hat dich heiß gemacht. Schau mal, hab uns zwei gestern auf Papier gebracht. Boah, Alter. Cooles Bild, aber... Mona, ich habe jetzt andere Sorgen. Und der Mr. G schreibt...